Was geht ab, meine lieben Freunde? Yu-Gi-Oh! TV hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit einem etwas anderen Thema, und zwar soll es in diesem Video darum gehen, wie man seine Karten bzw. sein Deck am besten schützen kann. Ich denke, die meisten dürften mittlerweile mitbekommen haben, dass man auch bei Yu-Gi-Oh! Endlich seine Karten double-sleeven kann. Das, was bei Kartenspielen wie Pokémon oder Magic schon lange Standard ist, ist bei Yu-Gi-Oh! Erst seit Ende letztes Jahres offiziell legal. Aber was heißt nun double-sleeven überhaupt? Wie macht man das richtig? Braucht man dafür spezielle Hüllen? Welche Größe müssen diese Hüllen haben? Das sind alles Fragen, die ich euch heute in diesem Video beantworten werde. Aber nicht nur das. Ich werde euch zeigen, welche Hüllen ich selber verwende und wo man diese Hüllen herbekommt. Falls du also erfahren willst, wie man seine Karten am besten schützen kann, dann bleib dran und ich werde es dir gleich zeigen. Bevor wir uns aber mit dem Double-Sleeven befassen, sollten wir uns vielleicht das einfache Sleeven anschauen und kurz überlegen, wozu das Ganze gut ist. Nun ja, die Antwort ist im Prinzip ganz simpel: Das Ganze dient zum Schutz unserer Karten. Denn die meisten von euch werden sicher wissen, dass Yu-Gi-Oh! Nicht gerade billig ist. So eine Karte kann uns schon mal gut 70 Euro kosten, das ist sie aber auch nur wert, solange sie in einem perfekten Zustand ist. Und um diesen Zustand eben möglichst lange zu erhalten, kommen dann unsere Hüllen ins Spiel. Das Ganze geht ganz einfach: Wir nehmen unsere Karte und eine Hülle und stecken diese von oben hinein. Und schon ist sie fast von jeder Seite geschützt, wir haben jetzt eben nur noch eine Seite, von der der Dreck in die Karte hineinkommen kann. Welche Hülle sollte man da jetzt genau nehmen? Es gibt ja so viele verschiedene Hersteller, so viele verschiedene Farben. Nun ja, ich denke, das ist dann Geschmackssache. Das einzige, auf was man wirklich achten sollte, ist die Größe der Hülle. Und da brauchen wir eben die sogenannte Japanese Size und die ist dann 62 auf 89 mm. Ich persönlich benutze gern die Dragon Shields, die kaufe ich mir dann auch immer beim Trader und da zahlt man so ca. 5,50 Euro für ein Päckchen mit 60 Stück. Ich finde eben, die lassen sich gut mischen und haben eine recht gute Haltbarkeit. So, nun aber zu unserem Hauptthema, und zwar dem Double-Sleeven. Wie der Name schon sagt, brauchen wir dann dafür zwei verschiedene Hüllen. Das Ganze bietet dann aber auch einen Vorteil, dass die Karte dann tatsächlich von allen Seiten geschützt ist. Wozu braucht man das Ganze? Ganz einfach. Ich habe euch ja eben eine Karte gezeigt, die ca. 70 Euro wert ist, und ich denke, da sind wir uns schon einig, dass das Ganze eine Menge Geld für eine Karte ist. So gibt es aber auch Karten, die 300 bis 400 Euro wert sind, und da würde so ein kleiner Kratzer eben schon ausreichen, dass die Karte nur noch die Hälfte oder sogar weniger wert wird. Damit man aber auch solche teuren Karten bedenkenlos in seinem Deck spielen kann, gibt es das sogenannte Double-Sleeven. Das Ganze funktioniert ganz einfach: Wir stecken unsere Karte wie gehabt in eine Hülle, und dann kommt dann unsere gerade eingehüllte Karte in eine weitere, etwas größere Hülle hinein. Aber aufgepasst, diesmal eben von der anderen Seite, so dass die Karte dann tatsächlich von allen vier Seiten geschützt ist. Ein weiterer Grund zum Double-Sleeven ist tatsächlich, um seine Hüllen zu schützen. Die meisten werden von euch sicherlich solche Motivhüllen kennen. Sie sind zwar schön anzuschauen, aber meist auch relativ teuer und unglaublich schnell verschlissen. So lächerlich es sich auch anhört, so wird auch Double-Sleeving oft dazu verwendet, um eben auch seine Hüllen zu schützen. Ich zeige euch jetzt mal zwei Möglichkeiten, wie man seine Karten Double-Sleeven kann. Was wir dafür brauchen werden, ist eben unsere Japanese Size Sleeve, die brauchen wir in jedem Fall, in meinem Fall sind es eben die Dragon Shields. Und dann gibt es eben die Möglichkeit zwischen einer etwas kleineren Hülle oder einer etwas größeren. Die kleineren Hüllen haben die Maßen von 60 auf 87 mm, sehen aus und füllen sich an wie die Penny Sleeves. In meinem Fall benutze ich jetzt die Ultimate Guard, auch die habe ich jetzt vom Trader und da zahlt man für so ein 100er Packlet gerade mal 2 Euro. Und so funktioniert das Ganze: Wir nehmen eben unsere Precise Size Hülle und ziehen sie von oben auf unsere Karte hinein, so dass die Öffnung sich jetzt auf der Unterseite befindet. Und dann nehmen wir eben unsere normale Hülle und stecken dann unsere Karte mit der Öffnung wieder von oben in die Hülle hinein. Auf diese Weise ist die Karte jetzt von allen vier Seiten geschützt, denn selbst wenn jetzt hier Dreck hineinkommen würde, ist die Karte auch hier wieder geschlossen. Die zweite Möglichkeit, die ihr habt, ist, dass ihr eure Japanese Size Sleeve nimmt, da eure Karte hineinsteckt. Wie gesagt, beim Double-Sleeven würde ich immer die erste Schicht von oben hineinstecken, so dass sich dann die Öffnung unten befindet, und das Ganze dann in eine Standard-Sleeve packen. Auch diesmal ist das Ganze dann optimal geschützt. Wie ihr sehen könnt, ist die Karte von allen vier Seiten jetzt verschlossen. Auch hier ist die Marke egal. Ich persönlich nutze gern die KMC-Hüllen, aber auch hier ist bloß wichtig, dass die Größe passt, oder sind es eben 66 auf 91 mm. Die Hüllen habe ich jetzt bei Amazon bestellt, ich habe damals 8 Euro gezahlt, aber als ich jetzt das Bild rausgesucht habe, waren sie tatsächlich schon bei 12, was ich dann wiederum recht teuer finde. Diesmal sind es aber auch 80 Stück in einer Packung.
Ich muss aber sagen, dass ich persönlich eben die Variante besser finde als die Variante mit den kleineren Hüllen. Einfach aus dem Grund, weil diese kleinen Hüllen extrem eng sind und da ist die Gefahr schon groß, dass man beim Hineinstecken der Karte diese eben schon da beschädigt. Bei den größeren Hüllen habe ich das Problem natürlich nicht. Der Nachteil ist allerdings ziemlich offensichtlich, ein Deck eingehüllt in diese Hüllen wird wesentlich dicker sein als ein Deck mit diesen hier. Zum Schluss würde ich euch noch gerne zeigen, wie ich meine seltensten Karten aufbewahre. Und zwar nutze ich auch da eben meine zweite Variante, eben mit dieser Japanese Size und der Standard Sleeve. Dazu kommt aber nochmal eine dritte Hülle, und zwar eben so eine durchsichtige KMC Character Guard. Auch diese habe ich dann von Amazon. Die sind dann nochmal ein Stückchen größer, und zwar sind die 69 auf 94 mm. In so einem Päckchen sind 60 Stück und da zahlt man rund 3,50 Euro für. Die Hülle kommt noch in der umgekehrten Richtung auf die Karte und diese dann in meinen Binder. Ich würde euch empfehlen, einen Binder zu nehmen, den man auch von der Seite beladen kann, und im Idealfall soll dieser noch einen Reißverschluss haben. Dann kann der Karte wirklich nichts mehr passieren. Aber ich denke, viel mehr gibt es da auch nicht mehr dazu zu sagen. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.